So, hallihallo, herzlich willkommen zum Let's Play von Outlast 2. Ha! Ja! Lang ist der. Okay, fangen wir einfach an. Einfach nicht rummeckern, einfach machen. Normal, selbstverständlich. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß! Dankeschön! Das ist Ling Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nehmt alles auf, ihr seid keine Kämpfer, solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen. Rennt weg, versteckt euch oder stirbt. Well, of course. That sounds very good. Nee, eigentlich gar nicht. Das wird, ach, das wird die Hölle werden. Please, Blake. Who the fuck is Blake? Okay. Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, 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 Ich fand das lustig. Dieses, we lost the engine. Es ist immer, es ist so Standard, dass wenn du mit dem scheiß Helikopter hochfliegst, dass immer plötzlich der Motor kaputt ist. Ah, well, hello there. Hey, Jesus. Why is it looking so good? Ich guck einfach da drüben hin, da sehe ich das auch. Ha, ich liebe die zwei Monitore. Hey, Dude. Who the fuck are you? Why is it so creepy already? Hallo. We're not alone here. Oh.
Ja, die Kamera ist schon wichtig. Nimm sie definitiv mit. Fuck. Oh, good times. Lin? 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 Fühlst du da? Lin? Hallo, Lin? Ich find das einfach gerade lustig. Hier ist irgendwas. Nee, Feuer. Feuer ist nicht so gut. Ja, das ist ein bisschen blöd hier alles. Oh, hey, Nachtsicht. Ja, toll. Was mache ich jetzt? Ich meine, also hier komme ich nicht hoch. Also theoretisch... Hey, theoretisch. Praktisch offenbar nicht so. Okay, also theoretisch muss ich irgendwas machen. So. Ah, hier geht's lang. Das ergibt mehr Sinn. Hatschinga. Okay, gutes Tutorial, gutes Tutorial. Lin? Bist du in dem brennenden Helikopter irgendwo vielleicht? Ups. Wer singt hier? Hier hat jemand zu singen. Bist du die Einzige, werden automatisch aufgenommen, wenn die Kamera aktiv ist. Drücke, um fortzusetzen. Wenn das Rex-Symbol blinkt, heißt das, dass du Ziel auf der Geist aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf dein eigenes Ziel und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Also wo war denn? Warte mal. Hier. Das muss man bestimmt irgendwann machen, wenn übelst viel hinter dir herrennt. Was Leertaste? She wasn't there. Lin's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. She wasn't there. Lin's body wasn't in the wreckage. Achso, escape. She could still. Ach, guck mal, ich habe noch andere Sachen aufgenommen. Das hier interessant. Okay. We're good. Das finde ich voll lustig. Damit kannst du ja allen Scheiß aufnehmen. Oh shit. Jesus. Jesus. There's no bodies. She's not in here. Lin! Lin! Lin? Oh, oh, fuck me! Fuck, 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 fuck! That did not happen in the crash! Fuck this! Und gasige Mechanik. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Oh, Jesus Christ, Lin. Tja. Das wird bestimmt spaßig mit Lin. Ja, das ist schon ein bisschen... Da ist ein Penis, da darf ich nicht hingucken. Entschuldigung. Sie ist gar nicht hier. Sowas braucht man nicht. Man muss nicht hinter sich gucken.
not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I wasn't alone out here. I wasn't alone out here, fuck. Naja, irgendwer muss ja das mit dem lustigen Menschen gemacht haben. Das ist eine Kirche. Hallo? I'm lost. And hurt. Keiner da. Irgendwer raschelt hier. Hier hat niemand zu rascheln. Ist verboten! Oha. Ist jemand da? Probably. Please. Hey. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... It's just happened. Was ist sie denn hier? Komm, ich drücke dich mit. Oh, warte. Also, meine liebe süße Ellie, ich kann nicht ertragen, was ich tat, noch will ich von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott mir diese letzte Sünde vergebe. Ich weiß, dass sie dargebracht werden musste, aber ich bin im Inneren zerrissen und kann nicht mehr leben. Ich hoffe, das Ende kommt bald und bringt uns zusammen, außer Gott verbrennt mich auf ewig für diese Sünde. Ich hoffe, dass du bis zu jenem Tag Trost in den armen Papa. Wer ist der? Knotz? Knutz. Findest. Für immer dein Tom. Okay. Ja, Tom hat's definitiv hinter sich. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Schau dir deine linke Tasche. Ah. Nein, das brauche ich jetzt gerade nicht. Fuck you! Fick dich! Hart! Ganz hart. Da ist jemand ordentlich am Kacken. Who's? Be quiet! Kann ich auch. That's fucked up. Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Okay, den Jumpscare kennen wir alle schon. Einige Türen haben Türringe, mit denen du Türen auf- und zusperren kannst. Was? Hast du was hier oben? Aha. Du kannst dich verstecken, indem du unters Bett kriechst. Ah ja.
Das ist aber anders als im Teil davor. Also da musstest du ja eigentlich nicht viel machen. Satan, irgendwas Gott, okay. Warte mal, nicht hier. Na doch, da kann man es vielleicht auch lesen. Also, Klage der Hebamme. Das Kind ist kaum bereit, das Messer macht. Das Kind ist kaum Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart. Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Refrain, Halleluja, halt den Fluch, bla bla. Also irgendwas Gruseliges. Irgendwas nicht Schönes. Was denn? Gott! Ja, das ist schon ein bisschen eklig. Das können wir mal zeigen lassen. Weird shit. Okay, es gibt also Hocken und Kriechen. Na, das ist ja noch besser. Es gibt Hocken und es gibt Kriechen. Sachen gibt's. Hallo? Jemand da? Nehmen an, dass das nicht gut ist! Fuck my life! Hi! Okay. Fine then. Okay. Scheiß die Wand dann.